Ja, kommen wir nun zum vorletzten Block unseres großen Moduls. Und das ist ein relativ großer Block, in dem ich Ihnen das Thema innere Spannung und Navier-Stokes-Gleichung vorstellen möchte. Das ist sicherlich eines der schwierigsten Themen, die Sie ja in diesem Modul letztendlich verstehen sollen oder beziehungsweise in Ansätzen verstehen sollen. Doch worum geht es? Zunächst erstmal die Skriptmaterialien. Sie haben erst das Kapitel Innere Spannungen. Darin erkläre ich Ihnen, wie in den Bewegungsgleichungen, in den infinitesimalen Bewegungsgleichungen, wie man da innere Spannung, also wenn etwas zerrt, verformt oder sonst was in einem Material, wie man das berücksichtigt. Das gilt allgemein, was ich Ihnen da zeige, sowohl für Feststoffe als auch für Flüssigkeiten, als auch für Gase. So, dann sollten Sie unbedingt nochmal wiederholen im Grundlagenskript, Hydraulikskript, Viskosität und Poisson'sches Gesetz, beziehungsweise da die Viskosität, das gehört also auch dazu. Dann haben wir die weiteren Materialien. Wenn Sie Viskosität nochmal wiederholt haben, dann können wir zum viskosen Spannungen übergehen und kommen dann zu den Navier-Stokes-Gleichungen. Wenn wir als innere Spannung in einem Material nur die viskosen Spannungen berücksichtigen, dann kommen wir zu den Navier-Stokes-Gleichungen. Ja, und dann möchte ich Ihnen so als Add-on oder beziehungsweise als weitere Vertiefung nochmal das nächste Kapitel Druck- und Kompressionsmodul nahelegen. Wenn Sie das dann einigermaßen durchgearbeitet haben, dann sollten Sie mit diesem Thema durch sein. Wie gesagt, das ist das Drittel eines Trimesters. Das ist jetzt also nicht wenig, was ich Ihnen hier präsentiere. An Videos haben wir einen ganzen Haufen. Immer noch in der Playlist Hydrodynamik und Kontinuumsmechanik. Die Hydrodynamik 12 bis 15 im Wesentlichen. Dann sollten Sie vielleicht nochmal zurückspringen auf die Hydraulik 22, ähnlich wie im Skript. Das heißt, sich nochmal den Begriff der Viskosität genauer anschauen. Dann werden wir das verallgemeinern auf einen viskosen Spannungstensor. Das wird die Hydrodynamik 16 sein. Das habe ich hier fett unterrahmt, weil ich das noch in den nächsten 1, 2 Wochen hochladen werde. Dann geht es weiter mit den Navier-Stokes-Gleichungen der Herleitung, Viskose-Energiedissipation. Dann werde ich Ihnen eine zweidimensionale Lösung in MATLAB für die Navier-Stokes-Gleichung vorstellen, Ihnen das entsprechende MATLAB-Skript auch hochladen, dass Sie ein bisschen selbst spielen können. Auch dieses Video muss ich in den nächsten Tagen noch produzieren. Und dann kommen drei Videos, die von denen vielleicht die 23, das laminare Grenzschichtprofil, das Wichtigste ist. Die anderen beiden Sachen sind Add-ons, die Stokes'sche Sinkgeschwindigkeit, wo kommt die eigentlich her, und die Ähnlichkeitsgesetze, mit denen wir letztendlich im wasserbaulichen Labor hydraulische Modelle erstellen. Das sind aber zwei Add-ons. Die 23 davon ist nochmal relativ wichtig. Worum geht's? Zunächst erst einmal sollen Sie sich... Jetzt bin ich hier durcheinander. Zunächst erstmal sollen Sie sich mit dem Viskosen, mit dem Spannungstensor, muss es ganz allgemein, der Tensor der inneren Spannung, das ist hier falsch, der Tensor der inneren Spannung vertraut machen. Das kennen Sie sicherlich schon aus der Statik und der Kontinuumsmechanik, dass Sie hier dieses Bild sehen mit den verschiedenen Richtungen der inneren Spannung, die es gibt. Und dafür ist für mich eigentlich ganz, ganz wichtig, diese Aufgabe, diese Übung 11, die auch mit Lösung im Skript ist, die sollten Sie schon für eine Klausur beherrschen, dass also, wenn irgendein innerer Spannungstensor gegeben ist, dass Sie dann die entsprechenden Komponenten der Spannung in irgendeine Richtung oder in irgendeiner Fläche oder sonst was berechnen können. Wenn Sie also diese Aufgabe können, dann sollten Sie mit den inneren Spannungen, und das muss ja innere Spannung heißen, sollten Sie damit ganz gut umgehen können. Das also dazu. Die Lösung, wie gesagt, finden Sie im Skript. Ja, wenn wir die inneren Spannungen dann berücksichtigen, innere Spannungen führen zu Kraftwirkung. Das heißt, wenn ich an irgendwas zerre, dann möchte dieses Material eigentlich in den Ausgangszustand zurück. Wenn ich an Flüssigkeiten zerre, dann bewegen sie sich und möchten eigentlich nicht mehr in den Ausgangszustand zurück. Aber für alles das brauche ich Kräfte. Wenn also innere Spannungen zu überwinden sind, brauche ich Kräfte. Das ist das Nächste, was Sie lernen sollen. Und wenn ich diese Kräfte dann als innere Spannung in den Bewegungsgleichungen berücksichtige, dann bekomme ich hier im Gegensatz zu den Euler-Gleichungen einen Zusatzterm. Und das sind dann die sogenannten Cauchy-Gleichungen. Die Cauchy-Gleichungen sind die ganz allgemeinen Gleichungen für jedes Material. Ich muss an der Stelle also nur oder was heißt nur, ich muss an der Stelle spezifizieren, ob es sich um eine Flüssigkeit handelt, dann werden es Viskosespannungen, bei Gasen sind es auch Viskosespannungen, wenn überhaupt, und bei Festkörpern sind es elastische oder im einfachsten Fall elastische
Spannungen, die hier zu berücksichtigen sind. Ja, die Schreibweise ist natürlich sehr kompliziert und das sollen Sie auch im Wesentlichen lernen. Was bedeutet diese Indexnotation, dass Sie die so ein bisschen im Rahmen dieser Vorlesung durchschauen? Und was bedeuten denn alle diese Symbole? Warum haben wir hier so viele Ableitungen etc. etc. etc.? Das in den einzelnen Videos, das möchte ich nicht hier präsentieren, sondern nur, dass Sie so ein bisschen sehen, worum es denn letztendlich geht. Ja, um diese inneren Spannungen genauer zu beschreiben, führt man dann ganz allgemein eine Zerlegung von Bewegung an. Das gilt nicht nur für Geschwindigkeiten, sondern für ganz Bewegungen allgemein. Und das möchte ich Ihnen hier kurz einmal demonstrieren. Wenn wir es allgemein, nehmen wir mal an, wir haben hier diesen fünfeckigen Körper. Und wenn dieser Körper allgemein einfach nach rechts bewegt wird, überall auf der gleichen Maß nach rechts bewegt wird, dann wirkt natürlich in diesem Körper keine Spannung. Das Gleiche gilt, wenn der Körper rotiert. Wenn er also überall gleichmäßig rotiert, dann wird der Körper intern nicht belastet. Erst wenn er beispielsweise verkleinert werden soll, von allen Seiten gleichmäßig belastet wird und sich dadurch verkleinert, dann wirken natürlich innere Spannungen und das sind die sogenannten formtreuen Volumenänderungen. Oder wenn er von der Größe gleich bleibt, aber verformt wird, das sind dann die volumentreuen Formänderungen, wie wir es hier sehen, dann wirken natürlich in irgendeiner Form innere Spannungen, die entweder Energie dissipieren oder die sagen, ich will eigentlich in den Ausgangszustand zurück. Das ist der Punkt. Der Trick besteht nun darin, dass wir die Geschwindigkeiten oder alle Bewegungen in reine Translationen, in reine Rotationen, in volumentreue Formänderungen und formtreue Volumenänderungen zerlegen und dann sagen, diese zwei Bewegungen hier in der Mitte führen zu inneren Spannungen und nur diese brauche ich beschreiben. Ja, dies führt erstmal dazu, wenn ich die formtreuen Volumenänderungen nehme, dass ich zum Begriff des Drucks komme. Das ist dann in der Vorlesung Druck- und Spannungsdeviator. Wenn ich also nur diese Veränderung betrachte, also wenn ich ein Volumen kleiner mache oder das Volumen größer wird, ohne dass sich die Form ändert, das beschreibt man allgemein in der Kontinuumsmechanik durch den Begriff des Drucks. Und wenn wir diese beiden inneren Spannungen voneinander trennen, wenn wir also auf der einen Seite sagen, es gibt Druck und damit formtreue Volumenänderung und es gibt auf der anderen Seite volumentreue Formänderungen, also Scherungen, dann kann ich meine inneren Spannungen in zwei Anteile zerlegen, nämlich in den Druckanteil und den Rest. Rest heißt Abweichung oder in Lateinisch Deviatore, also der sogenannte Spannungsdeviator. Damit haben wir die formtreuen Volumenänderungen durch den Begriff des Drucks beschrieben und wir müssen nur noch die volumentreuen Formänderungen beschreiben. Ja, und das wird in der Strömungsmechanik durch den Begriff der Viskosität gemacht. Wie gesagt, hier nochmal die Grundeinstellung zur Viskosität. Schauen Sie sich das bitte nochmal da in der Vorlesung an, dass Sie also den Begriff Viskosität hier an der Stelle wirklich beherrschen. Wenn wir einen solchen Q-Ed-Versuch, wie ich ihn immer nenne, bezeichne, uns genauer anschauen, dann muss es natürlich nicht nur sein, dass wir hier irgendwo ein Brettchen in die X-Richtung ziehen und eine Scherung in Z-Richtung haben, sondern es könnte natürlich das Brettchen genauso gut in die Y-Richtung bewegt werden oder eben die Scherung in irgendeine andere Raumrichtung sein. Wir müssen also eigentlich immer alle Raumrichtungen berücksichtigen und das habe ich hier einmal aufgemalt an der Stelle. Wir bekommen also, wenn wir alle Raumrichtungen berücksichtigen, im Prinzip du nach dx, du nach dy, du nach dz, dv nach dx, dv nach dy, dv nach dz, dw nach dx, dw nach dy, dw nach dz und würden das alles berücksichtigen. Und so kommen wir im Prinzip von der viskosen Spannung zu einem sogenannten Spannungstensor. Das sollten Sie sich also genau anschauen, erkläre ich auch möglichst einfach in dem noch zu erstellenden Video. Das ist nämlich die Grundlage für alles Weitere. Ja, wenn ich das dann in die Bewegungsgleichung, die wir eben gehabt haben, hier an der Stelle einsetze, dann lande ich letztendlich bei den sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen und die sehen so schick aus, wie sie hier stehen. Diese Gleichungen beschreiben im Prinzip, so sagt man immer, alle Newtonschen Flüssigkeiten vollständig. So, und das sieht immer wahnsinnig kompliziert aus. Ich will Ihnen an der Stelle einmal kurz sagen, wie man das liest. Wenn Sie die Lagrange Ableitung richtig gelehrt haben, steht hier nichts anderes immer als die Änderung der Geschwindigkeit in X-Richtung auf der Bahnlinie des Partikels. Die Änderung der Geschwindigkeit in Y-Richtung auf der Bahnlinie des Partikels und die Änderung der
Geschwindigkeit in Z-Richtung auf der Bahnlinie des Partikels. Und auf der anderen Seite sind die angreifenden Druckkräfte und die viskosen Spannungen zu sehen und hier noch in Z-Richtung die Gravitationsbeschleunigung. Das ist also eigentlich, wenn man sich das mal genau anschaut, relativ einfach zu merken. Und schließlich haben wir für inkompressible Materialien noch die Kontinuitätsgleichung hier zu berücksichtigen. Ja, und wenn wir nun tatsächlich in der Strömungsmechanik uns irgendeine Flüssigkeit anschauen, ein Gewässer im Bauingenieurwesen anschauen, da Planung machen, dann lösen alle die Computermodelle, die wir heutzutage verwenden, diesen Riesenblock an Navier-Stokes-Gleichung in einer etwas anderen Form, die wir noch im letzten Block dieser Vorlesung bekommen, nämlich als Reynolds-Gleichung. Und damit kann man dann die Strömung in jede Richtung, an jedem Ort tatsächlich beschreiben. Das will ich Ihnen einmal in Kurzform vormachen, indem wir das uns zweidimensional betrachten. Und da will ich Ihnen nur kurz vorstellen, wie so ein Modell funktioniert. Zweidimensional wieder an der Stelle die beiden Bewegungsgleichungen, zweidimensional, und die Druckkontinuitätsgleichung, die wir schon bei den Euler-Gleichungen kennengelernt haben, damit wir tatsächlich eine Lösung für den Druck bekommen. So, und wenn man das dann löst, dann könnte man beispielsweise, sehen Sie hier an der Stelle beispielsweise, die plötzliche Verengung, würde dann sich ein derartiges Geschwindigkeit bei einer relativ großen Viskosität einstellen. An der Wand selbst ist die Geschwindigkeit 0 und sie bündelt sich dann hier in den engeren Teil und insgesamt gibt es dann auch eine Druckänderung. Das sind also, und dazu stelle ich Ihnen dann hier wieder ein kurzes MATLAB-Programm vor, mit dem man das zumindest lösen kann. Das also als zu den Navier-Stokes-Gleichungen, aber wie schon gesagt an der Stelle, diese Navier-Stokes-Gleichungen werden in der gesamten Strömungsmechanik, egal ob es sich um Luft- und Raumfahrttechnik, ob es sich um Wasserbau bei den Bauingenieuren oder in der Meteorologie für die Atmosphäre oder bei den Astrophysikern für Plasmen in der Sonne, werden immer wieder gelöst. Das ist also ein ganz wichtiges Gleichungssystem. Ja. Last but not least möchte ich noch ein bisschen auf den Druck schauen. Das letzte Kapitel, was Sie dann betrachten, oder das letzte Kapitel dieses Blocks, was Sie betrachten sollen, ist das Kapitel Druck- und Kompressionsmodul. Ich will Ihnen so ein bisschen erklären, wo kommt eigentlich dieser Druck her und warum ist es schwierig, etwas wie Wasser zusammenzudrücken. Und das will ich mal auf der molekularen Ebene betrachten. Auf der molekularen Ebene wäre die Wechselwirkung zwischen Wassermolekülen, ich habe hier mal 16 Wassermoleküle hingemalt, durch so ein Potential beschrieben. Das heißt, das Wassermolekül will eigentlich an die niedrigste Stelle dieser potenziellen Energie hierhin. Wenn es näher kommt, wenn wir sie alle zusammendrücken wollen, dann müssen sie den Berg hoch und dafür brauchen wir Kraft. Die Moleküle müssen den Berg hoch, wir brauchen Kraft, also wir müssen Druck überall von allen Seiten gleichzeitig aufwenden, weil wenn wir es nur von einer Seite anwenden, dann würde das Wasser ja an irgendeiner anderen Seite aus unserem Rechteck hier herausflutschen. Und diese Art von Druck oder beziehungsweise das, so eine Überlegung führt dann zu dem Begriff des Kompressionsmoduls, den man dann tatsächlich durch solche Wechselwirkungspotenziale hier auf der mikroskopischen Ebene tatsächlich beschreiben kann. Und wenn Sie davon so eine Idee haben, ein bisschen verstanden haben, worum es hier geht, dann wäre ich an der Stelle schon recht froh. Aber das Kompressionsmodul müssen Sie als Bauingenieur natürlich grundsätzlich auch beherrschen.